Was mich natürlich auch zu dieser Frage bringt, zählt die Größe oder die Technik? Es ist leider tatsächlich so, dass wenn man auf Partys erzählt, dass man Mikrodestillation als Forschungsthema hat, lernt man überhaupt keine Frauen kennen. Denn die hören bei Destillation schon gar nicht mehr zu. Bei Mikro haben die abgeschaltet. Dass das so gut ankommt, hätte ich nicht gedacht. Naja, also deshalb ist es für mich halt mega wichtig, dass Sie nachher wissen, wie sexy Mikrodestillation ist und dass ich auf der nächsten Party wieder als der coole Typ dastehe, so wie damals bei Umwelttechnik. Das war richtig cool. Jetzt kurze Frage, wer von Ihnen weiß denn überhaupt, was Destillation ist? Handzeichen reichen. Also ich frage auch nicht nach, nur... Ja, sehr schön. Für die, die es nicht wissen, Destillation ist ein thermisches Trennverfahren. Das heißt, wir führen irgendwas Wärme zu und daraufhin trennen sich Stoffe voneinander. Irgendeine Idee, welche Alltagsprodukte mit Destillation hergestellt werden? Schnaps. Schnaps, sehr schön. Sie sehen, meine Zielgruppe ist da. Ich hatte nämlich auch eher auf die Betrunkenen gebaut. Autofahrer wären auch möglich gewesen, denn auch Benzin wird mit Destillation hergestellt. Was ist Destillation? Also, anders. Schnaps ist natürlich ein relativ allgemeiner Begriff. Vielleicht erinnern Sie sich an Ihre ersten Alkoholerfahrungen im Park oder auch nicht, je nachdem, wie viel Sie getrunken haben. Aber möglicherweise war Wodka im Spiel. Wodka wird, wie man sieht, aus Roggen gemacht. Und nach allem, was wir bislang über Destillation wissen, heißt das, wir müssen Wärme zuführen und erhalten Wodka. Soweit haben Sie das auch verstanden? Oder gibt es irgendwelche Bedenken dabei? Keine Bedenken? Danke. Ich habe schon gedacht, ich könnte Ihnen ja alles erzählen, aber ich habe mich nämlich gefragt, kann man nicht nur Stoffe trennen, die vielleicht schon vorhanden sind? Und ich weiß nicht, wo Sie Ihren Roggen herbeziehen, aber in meinem ist schon mal kein Alkohol. Das heißt, wir müssen aus dem Roggen erstmal Alkohol gewinnen. Das passiert nicht mit Destillation. Und wenn Sie jetzt denken, da ist der Wodka ja schon und gar keine Destillation da gewesen, das ist falsch. Das Getränk hat nur 8% Alkohol. Damit können Sie dem komasaufenden Jugendlichen nicht kommen. Betrachten wir das Ganze ein bisschen theoretischer. Oder wenn wir das theoretisch betrachten wollen. Wenn wir Alkohol von Wasser trennen wollen, wir haben einen unterschiedlichen Siedepunkt, das heißt, Destillation ist das geeignete Verfahren. Sie müssen Ihre Flüssigkeit warm machen. Der Alkohol verdampft schneller als das Wasser. Sie fangen den Dampf auf, machen ihn wieder flüssig und haben im nächsten Glas schon 40% Alkohol. Damit kann man arbeiten. Wenn man das Ganze im Diagramm anguckt, das ist, sage ich mal, das Umdrehungs-Umdrehungsdiagramm. Unten links wenig Umdrehung, oben rechts knallt voll rein. Und was ich hier in blau gezeigt habe, ist ein Destillationsschritt. Das heißt, hier ist ein Pointer. Egal, ja. Verdampfung, Kondensation, 40% Alkohol. Das sind die Kernthesen. Jetzt ist es so, der Ingenieur macht gern Sachen konsequent. Das heißt, wir können das beliebig oft machen. Ich sehe, der reine Alkohol interessiert auch Sie. Es mag Skeptiker geben, die sowas murmeln wie, ja, es geht doch gar nicht. Es gibt nur den azeotropen Punkt. Leider haben die recht, da ist er. Wenn das genauer interessiert, ich erzähle da gerne auch außerhalb dieser Veranstaltung was zu. Sie können auch in meine Übung kommen, da ist es aber nicht ganz so witzig. Die Leute, die von Ihnen gut aufgepasst haben und sich vielleicht im Saal umgesehen haben, haben diesen riesen Penis bemerkt. Und die Frage ist, was macht der hier? Also ich habe den mitgebracht, ich stehe dazu und man sieht, da zählt definitiv die Größe. Wir wissen auch, Maschinenbau ist eine Männerdomäne, deshalb sieht so die apparative Umsetzung von der Destillation aus. Man weiß nicht, ob das mit dem Samenstau oder der Funktion zu tun hat, aber das ist der offizielle Apparat. Beziehungsweise wir haben das nachgebastelt, das ist ein Modell, aber er ist so groß und das ist der Apparat, den wir an der Uni haben. Das heißt, rund um den Globus haben Ingenieure seit Generationen viel größere, viel dickere Apparate aufgestellt und es ging nur darum, wer hat das Größte. Mikrodestillation kam da gar nicht gut an. Sie haben aber vielleicht auch gehört, dass immer mehr Frauen den Ingenieursberuf ergreifen und Frauen finden Penisvergleiche total kindisch und dämlich. Frauen mögen es klein und niedlich.
noch 5 Minuten. Ja, also nicht nur klein und niedlich, sondern ganz klein und ganz niedlich. Und ich habe Ihnen mal meinen Laborapparat mitgebracht. Wir vergleichen das. Der ist wirklich ganz klein. Und wer ihn nicht so gut sehen kann, ich habe auch ein Bild. Und man sieht, frauenfreundlich, in stylischem Blau gehalten. Das heißt, wenn mein Forschungsthema fehlschlägt, kann ich immer noch als Deko ins Wohnzimmer stellen. Und das Beste, das Ding passt wirklich in jede Handtasche. Sie werden aber vielleicht bereits ahnen, dass selbst wenn die Quote für Frauen in Vorständen von Chemiekonzernen greift, keiner nur deshalb ein Apparat baut. Das heißt, es gibt weitere Gründe für die Mikrodestillation. Und im Gegensatz zu der wirklichen Kolonne, wo Dampf und Flüssigkeit in der Kolonne an sich in Kontakt kommen, die Flüssigkeit strömt von oben runter, weil sie hochgepumpt wird. Der Dampf wird unten verdampft, strömt nach oben. In der Kolonne wandert der Alkohol von der Flüssigkeit in den Dampf. Das Problem ist, müssen die Kolonne senkrecht hinstellen, weil sie die Schwerkraft brauchen. Und die Kolonne kann kotzen. Das ist der offizielle Fachbegriff. Das bedeutet, der Dampf drückt die Flüssigkeit oben wieder raus. Bei der Mikrodestillation sind Flüssigkeit und Dampf auch im Kontakt. Allerdings getrennt durch eine poröse Struktur. Das heißt, wir haben sehr flache Kanäle, deshalb kommt der Alkohol schneller in den Dampf. Sie haben also schnell ihren Pegel erreicht. Jeder Mann weiß, wie wichtig das ist. Und die Kolonne kotzt nicht. Jede Frau, die schon mal einen betrunkenen Mann nach Hause gefahren hat, weiß, wie wichtig das ist. Des Weiteren kommen weitere Vorteile hinzu, wenn man sich Gedanken über die Chemiefabrik der Zukunft macht. Ja, nur mal kurz zusammengefasst, damit sich das jeder merken kann und Sie mit nach Hause nehmen, an Wissen vor allen Dingen. Das ist die Chemiefabrik der Zukunft. Dabei werden verschiedene Apparate wie Legosteine zu Fabriken zusammengebaut und mit dieser coolen Fabrik können Sie dann on-site, on-demand produzieren. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt. Wenn wir zurück zu den ersten Alkoholerfahrungen in den Park gehen, ist es so, da war es doch immer ganz schön, wenn neben dem Park eine Tanke war, die rund um die Uhr auf hatte und Sie jederzeit neues Bier kriegen konnten. Es war ganz fürchterlich schlecht, wenn Sie große Mengen Alkohol aus dem Supermarkt am helllichten Tag in den Park schleppen mussten und unterwegs Ihre Eltern getroffen haben. Das heißt, die modulare Fabrik senkt die Logistikkosten und erhöht die Akzeptanz in der Bevölkerung. Warum ist jetzt Mikrodestillation dafür so gut geeignet? Sie ist sehr klein, wie wir gesehen haben. Man braucht sie nicht senkrecht hinstellen, man kann sie platzieren, wie man möchte. Das heißt, es ist ein sehr schöner Legostein und sie ist für die Massenproduktion geeignet. Das heißt, je mehr sie produzieren, desto billiger wird es und der Break-Even-Punkt kommt früher. Noch 2 Minuten. Der Break-Even-Punkt klingt pervers, ist aber nicht schlecht und treibt jedem BWLer die Tränen in die Augen oder die Dollarzeichen, man weiß es nicht. Und das waren kurz zusammengefasst die Vorteile oder die Gründe, sich mit Mikrodestillation zu beschäftigen. Und ich hoffe, auf der nächsten Party denken mehr Leute, was ein geiler Typ. Du hast ja noch 1,30. Ja, mach mal. Ja, geil. An dem Witz habe ich lange gefeilt. Es ist schade, dass es uns untergeht. Aber, naja. Gut. Viele von Ihnen haben vielleicht gedacht, der Typ will Ingenieur sein und hatte gar keine Formel in seinem Vortrag. Da ist sie. Vielen Dank.